Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu SteamWorld. Heißt, Wonky möchte mit uns reden. Und ich wollte es mal eine Weile ruhiger angehen lassen. Diese räudigen Gecken denken, dass sie auf unser Gebiet kommen und sie mit unseren Leuten anlegen können. Mit unseren Leuten? Ich dachte, du könntest die Bergleute nicht ausstehen, Seabrass. Die Royalisten hasse ich mehr. Ich denke, wir sollten es den Royalisten heimzahlen. Gut, Ma'am. Das wird eine schöne Abwechslung. Bisher haben wir sie ja immer uns verfolgt, nicht andersrum. Die Peripherie hat genug gelitten und wir haben uns gegen Chop Suey's Schrotter gut geschlagen. Aber lasst uns ein paar Königliche ärgern. Hört sich gut an. Auf Royalistengebiet müssen wir vorsichtig sein, Ma'am. Es wird gefährlich. Da geht's dann ins nächste Gebiet rein. Es wird Zeit, dass sich jemand anderes als diese verdammten Schrotter in den Weg stellen. Es wird Zeit, dass sich ihnen jemand anderes als diese verdammten Schrotter in den Weg stellt. Also irgendwie kommt mir diese Schriftart nicht entgegen. Alles klar, setzen wir Kurs auf den Kern. Nicht ganz. Wir werden zunächst einmal... in den Müllcontainer reingucken. Was wir da holen können. La 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 la, ein Müllcontainer mitten im Weltall. Was da wohl drin ist? Sieht aber lecker aus hier. Na, was ist das denn? Dort, nein, nicht dort. Ich bin wohl etwas verwirrt. Du bist kein Schrotter, oder? Ich denke nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Naja, du siehst schon wie ein Schrotter aus. Ich bin Piper Faraday. Wie soll ich dich nennen? Hast du einen Namen? Ich glaube, ich heiße Fan. Ja, mein Name ist Fan. Ich glaube, ich war als einer der Ersten hier. Früher war es hier auf jeden Fall leerer. Okay, Fan, kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin so verbraucht, ich kann mich kaum bewegen. Meine Energiequelle wurde gestohlen. Ich habe Teile aus den Schrotthaufen geplündert. So bin ich am Leben geblieben. Ich muss nur eine neue Energiequelle finden. Nur kurz die Augen zumachen. Hier findet sich garantiert etwas in der Nähe, das wir benutzen können. Warte hier, ich schaue mich mal um. Okay, na, vermutlich nicht hier. Sondern in einer weiteren Mission. Also müssen wir da die Waffen zucken. Das war Fan. Wenn wir Fan helfen, wird er uns, wird er sich uns anschließen. Aber Iwanski hat was zu sagen. Großer Iwanski hat sich gefreut auf Bösewichte zum Zerpflücken. Aber Hilfe hat Priorität jetzt, ja? Das eine führt meist zum anderen, denkst du nicht? Bestimmt. Sonst hat keiner was zu sagen. Also scheinen wohl alle damit einverstanden zu sein, dass wir jetzt erstmal eine Rettungsmission starten. Alles andere kann warten. Wir müssen eine neue Energiequelle finden. Also zum Schrottplatz, Captain? Ja, warum nicht? Spitze des Haufens. Ein riesiger Schrotthaufen voller Teile für die Wiederbelebung oder zum Einbau in den Rumpf eines Schrotterschiffs. Es muss eine Energiequelle geben, die die ganze Konstruktion am Laufen hält. Sammelt euch im Laderaum, prüft den nächsten Laderaum, räumt das Schiff. Gut, ich werde wieder nicht Iwanski mitnehmen, sondern Bea. In der Hoffnung... da kann sie auch die nächste Granate mitnehmen. Dass sie ein bisschen auflevelt. Er kriegt bitte wieder seine Wollmütze, die er verloren hat. Schweinerei. Ach ne, der hat ja gar nicht die Wollmütze aufgehabt. Der hat ja den Zylinder, den Panzerzylinder. Sieht auch viel stylischer aus als so eine doofe Wollmütze. Super. Gut, durchsucht den Schrottplatz nach einer Energiequelle. Für die ultimative Stöberei sollte sich die gesamte Mannschaft vorher an den Laderäumen treffen. Hoffentlich finden wir, was wir suchen und verschwinden, bevor der Vorarbeiter uns überhaupt bemerkt. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Okay. Dann gehen wir erstmal zu dem Laderaum da oben, würde ich sagen. Bietet sich ja an. Natürlich. Erst einmal die Beute. Du gehst mal dahin. Na, treffen kannst du von da aus vermutlich nicht. Wie auch. Höchstens irgendwie über Bande. Na, fast.
Du wirst ihn wohl mit deiner Waffe direkt ausschalten können. Oder auch nicht. Verdammt nochmal. Bloß nicht die Beute vergessen. Okay, dann sammeln wir uns jetzt da. Was passiert dann? Ach, dann müssen wir zum nächsten Laderaum. Okay, weil wir nichts gefunden haben. Okay. Jetzt gucken. Wie gehen wir denn dann am besten? Na, querfeldein, würde ich vorschlagen. Ich weiß auch nicht, auf wie viel Gegenwehr wir hier treffen. Ich habe da jetzt an die Mission irgendwie auch keine Erinnerung. Ist auch eine von der Zusatzmission. Das war klar, dass wir da auf so einen fetten Gegner auch noch treffen. Hier ist ja immer schwer ranzukommen. Gut. Geht uns wieder ein Stern flöten. Ich glaube, generell sollte ich mich mal. Da sollte ich mal ein wenig mehr grinden. Offscreen. Damit die auch ein bisschen mehr einstecken können, die Leute. Ist hier viel Beute. Ist mir die Energiequelle ja schon fast egal. So, nochmal kurz auf die Karte gucken. Wir müssen da unten zu dem Laderaum. Da steht einer, da stehen welche. Hervorragend. Nee, nicht zweimal hintereinander schießen. Aber genau auf den solltest du schießen. Das hat doch mal gut geklappt. Gut. Sind wir denen schon mal los? Bedrohungsniveau 2, das heißt, kommen dann gleich zwei Gegner oder was rausgesprintet. Da unten liegt Beute. Können wir erreichen, dann holen wir uns die auch. Und tschüss. Jetzt frage ich mich, was uns hier erwartet. Sollen wir wieder woanders hin? Wohin will er uns denn jetzt haben? Kapiere ich nicht.
Hat er jetzt was verkehrt gemacht? Ich kann doch jetzt nicht komplett zurücklatschen. Was hat denn das für einen Sinn? Jo, machen wir's halt, was soll's. Jetzt geht's wieder los mit den Gegnern, das Spammen hier. Andere Laderaum wird mir auch angezeigt. Ja gut, dann mache ich jetzt irgendetwas generell falsch. Also vielleicht komplett die Runde erstmal beenden. Klar. Warum leicht machen, wenn ich es mir auch schwer machen kann? Ist doch gar kein Problem. Super. Nichts Nützliches drin, hm? Macht euch gemeinsam in den nächsten Laderaum auf und untersucht ihn. Ja. Normalerweise müsste ich jetzt die Mission abbrechen. Geiler Schuss, auch wenn es vom Gegner war. Oh Gott. Der kann schießen. War nicht anders zu erwarten. So, endlich auch mal auf Gegner, starke Gegner treffen. Dick, gewalttätig und kann auch schießen. Ja, macht mehr. Ist ja gar kein Problem. Reicht leider nicht ganz, um in den Raum reinzukommen. Aber vielleicht schießt der Gegner ja mal daneben. Natürlich nicht. Immer noch nichts Passendes? Dann solltet ihr es mit dem Hauptmaschinenraum versuchen. So viel zur Unauffälligkeit. Ah, kann ich ja vergessen. Obwohl noch niemand weiß, wo der Hauptmaschinenraum ist. Vermutlich wieder komplett auf der anderen Seite des Schiffs. So, ja, kann ja nur da oben sein. Jo, naja. So schnell gebe ich aber nicht auf. Ist ja auch egal. Die Mission ist eh verloren. Muss ich eh komplett neu spielen.
Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Ja, komm. Brechen wir die Mission ab und machen dann in der nächsten Mission, beziehungsweise in der nächsten Episode, fangen wir dann die Mission nochmal komplett neu an. Das war's für heute von Steamboat Heist. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye bye. Tschüss.